Abschließend zu den Brüchen, die Dezimalbrüche einmal auf die Schnelle. Das ist das, was der antike Taschenrechner kann. Taschenrechner können ja seit einigen Zeiten auch schon wichtige Brüche. Der für 5 Euro aus dem Supermarkt kann nur Dezimalbrüche. Wenn Sie sowas haben wie 23,456, bitte 23,456 und nicht 23,456, hört sich nicht so gut an. 23,456 sagt man üblicherweise. Das soll nichts anderes heißen als 23,456 Tausendstel. Das ist gemeint mit dieser Schreibweise mit Komma, der Dezimalbruch. Und hier geschrieben als gemischte Zahl 23 plus und dann als Bruchteil dahinter 456 Tausendstel. Vielleicht fange ich mal ganz vorsichtig an. 23,4 wäre also 23,4 Zehntel. 23,45 wäre also 23 plus 45 Hundertstel. Nicht mal, sondern immer plus gemischte Zahl. 23 plus 45 Hundertstel. Alles auf Hundertstel gebracht. Das heißt, wenn Sie Dezimalbrüche brauchen, müssen Sie versuchen, einen Bruch auf Hundertstel zu bringen. Oder Tausendstel oder Millionstel, dann können Sie direkt die Ziffern abschreiben und haben einen Dezimalbruch. Im Allgemeinen hat man natürlich den Bruch nicht als Dezimalbruch. Wenn da sowas steht wie 10 durch 7, dann wird es wirklich eklig. Dann muss man im Zweifelsfall wirklich mal die schriftliche Division bemühen. 10 durch 7 geht einmal rein, einmal 7, abziehen. Jetzt bin ich schon nach dem Komma, die 10 ist aufgebraucht. 30 durch 7, jetzt kommt das Komma, weil ich hier schon die ganzen aufgebraucht habe. 30 durch 7, 28 geht, das sind 4. Dann haben wir hier ein 2, dann kommen hier die 20. 21 wären 3, geht nur 14, sind 2. Sind hier 14, 6, 60 durch 7, 56 gibt es 8. Gibt es hier 4 und so weiter und so weiter. Das macht natürlich keiner zu Fuß. Sie sollten grob wissen, wie das geht, aber natürlich macht das keiner zu Fuß. Das Spannende ist jetzt, Sie sehen, das ist irgendwas wie 1 und 42 Hundertstel oder 1 plus 428 Tausendstel oder 1 plus 4285 Zehntausend und so weiter. Das Lustige ist, dass das periodisch ist. Sie sehen 7148 und so weiter, 7148, 7148, das wiederholt sich. Das passiert ganz typisch bei diesen Brüchen, wenn Sie hier unten nicht zufällig durch 10, 100, 1000 teilen oder so, dann haben Sie garantiert den Jackpot und das Ding wird periodisch und bricht nicht ab. In diesem Fall 142857, 142857, 142857, das geht dann so weiter, 142857, weil hier irgendwann derselbe Rest wieder auftritt. Und ab demselben Rest geht immer die gleiche Ziffernfolge wieder los. Eine kurze Schreibweise dafür wäre, Sie schreiben 1,428571 und hier einen Strich drüber machen und sagen, okay, ins Unendliche wiederholen. Das passiert üblicherweise, weil man nicht Glück hat und dadurch 10 oder durch 100 oder durch 10 Millionen geteilt wird. Sie haben wahrscheinlich auch schon Zahlen gesehen, bei denen nichts dergleichen passiert. Nicht mal eine Periode, wenn Sie das probieren hier mit Pi. Sehen Sie hier schon auf die ersten, wie viel, 30 Stellen, da wiederholt sich nichts und lustigerweise geht es auch auf unendlich Stellen weiter ohne Wiederholung. Die Zahlen gibt es auch, die nennen sich dann irrational. Passiert schon bei Wurzel 2, dass sich hier nichts wiederholt, sondern die Ziffern geradezu gewürfelt scheinen. Bei Brüchen, wenn Sie durch ganze Zahlen teilen, haben Sie Perioden. Wenn Sie ganz viel Glück haben bei Brüchen, wenn da sowas steht wie 123 durch 10, dann haben Sie nicht mal eine Periode, dann steht einfach 12,3. Schluss. Ein endlicher Dezimalbruch.